Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come-In in Biberach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Wir denken heute im verlängerten harten Lockdown in Deutschland an die Menschen, die in der Schulsozialarbeit arbeiten. Wir denken an diese Menschen, ihr Engagement und ihre Energien, jungen Menschen in der Schule, im Umfeld der Schule zu helfen, den Weg zu begleiten, mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein. Wir denken auch an die aus diesem Arbeitsumfeld, die ausgelaugt sind, frustriert sind, krank geworden sind. Wir denken an ihre Netzwerke und an ihre enorme Arbeit, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit. Wir denken an die, für die sie sich ganz besonders auch einsetzen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein freundliches Wort, ein Lächeln. Wertschätzen wir sie, wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.